Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zur weiteren Online-Stunde zum Dehnen. Und wir beginnen ganz locker, nehmen die Füße etwas gegrätscht auseinander und nehmen beide Arme hoch, atmen tief ein, falten die Hände über dem Kopf und drehen unsere Handflächen nach außen. Atmung ganz gleichmäßig weiter. Und dann drehen wir den rechten Fuß leicht auswärts und drehen uns um die eigene Achse. Handflächen schön nach oben ziehen, Bauchnabel nach innen. Ganz gleichmäßig weiter atmen. Und einmal wechseln, linke Fuß dreht leicht auswärts, einmal um die eigene Achse drehen. Gut, dann kommt ihr wieder zur Mitte. Lasst eure Handflächen noch nach außen gedreht. Verlagert das Gewicht auf den rechten Fuß und der Oberkörper neigt sich nach links. Und ihr atmet schön in die weite Seite. Einmal zurück und linke Fuß steht, Oberkörper geht nach rechts. Und dann kommen wir zur Mitte, nehmen die Arme runter, ganz locker lassen, kreisen beide Schultern rückwärts. Gut, und dann lassen wir die Schultern hinten unten, fassen unsere Hände hinterm Rücken und nehmen beide Arme nach oben. Versucht weit nach oben rauszukommen. Atmet tief in den Brustkorb. Und wir neigen den Kopf. Das Kinn will einmal dicht zu uns. Den Kopf wieder zur Mitte. Einmal die Ellbogen beugen. Und ihr kommt mit den Daumen an euer Steißbein, drückt die Daumen etwas gegen euch und atmet tief ein und mit der Ausatmung nehmt ihr beide Unterarme eng zusammen, da halten und ganz gleichmäßig weiter atmen. Und wieder lösen, ganz locker lassen, die Schultern nochmal kreisen, ganz leicht rückwärts. Gut, dann bleibt ihr in so einer kleinen Grätsche stehen, nehmt beide Arme diagonal nach oben, schön weit. Füße bleiben stabil und ihr zieht euch einmal rechts oben in die Zimmerecke und einmal links oben. Na, der ganze Oberkörper will hinter der Hand her, Füße bleiben stabil. Und dann bleibt ihr in der Mitte, lasst die Arme oben, winkelt eure Hände nach unten an und kommt mit beiden Armen noch weiter nach hinten zurück. Und von da schiebt ihr jetzt auch nochmal
rechts nach hinten oben und links nach hinten oben. Ellbogen lang. Und in der Mitte bleiben. Die Arme kommen seitlich, Handflächen zeigen nach vorne und ihr lasst eure Daumen in der Faust verschwinden und knickt einfach eure Fäuste nach unten ab. Ellbogen sind immer noch gestreckt. Dann fangt ihr an, mit den Fäusten solche Achtertouren zu beschreiben. Ja, lasst den Daumen schön da drin. Und locker lassen. Gut, ganz locker die Schultern, Arme ein bisschen ausschütteln. Okay, jetzt kommt ihr in eine große Grätsche, macht die Beine weit. Wir nehmen unsere Hände hinten ins Kreuzbein, in den unteren Rückenübergang zum Becken. Ihr neigt euch nach vorne, Oberkörper möglichst gestreckt, lasst eure Sitzbeinhöcker hoch zur Decke zeigen. Man hat oft das Gefühl, so ein bisschen von Hohlkreuz, meistens ist der Rücken dann nur gerade, also wenn überhaupt. Ihr könnt das mit den Händen noch fühlen, ob euch der Rücken da entgegenkommt oder ob ihr gestreckt seid. Lasst die Hände einfach da und macht jetzt euren Rücken rund. Ihr kommt also mit dem Rücken den Händen entgegen und wieder strecken. Schön lang machen, die Knie sind gestreckt und wieder rund im Rücken. Und strecken. Noch einmal. Und wieder lang. Dann nehmt ihr beide Hände nach unten. Es reicht, wenn ihr die Fingerspitzen auf dem Boden habt. Gerne auch die flache Hand. Dann lauft ein Stückchen nach vorne, dass die Hände nicht zu dicht zwischen den Beinen stehen. Linke Hand bleibt in der Mitte. Rücken ist gestreckt. Die Knie sind lang. Und ihr dreht euch nach rechts oben. Schaut der Hand hinterher. Und wenn der rechte Arm oben ist, winkelt ihr die Hand noch an. Die Handfläche kommt zur Decke. Und dann steht ihr da ganz aktiv. Ihr schiebt euch mit dem oberen Arm hoch zur Decke und der untere Arm stützt. Lasst euch nicht so drin hängen in der unteren Schulter, sondern richtig aktiv abstützen. Und wir drehen zurück. Rechte Hand kommt mehr in die Mitte. Und einmal nach links oben. Wieder der Hand hinterher schauen. Gleichmäßig weiter atmen. Die Sitzbeinhöcker nochmal richtig rausschieben. Und die obere Hand nach hinten anwinkeln. Handfläche zeigt zur Decke. Und wieder zurück. Gut, ihr lasst eure Hände da stehen, wo sie sind, wandert mit euren Füßen etwas enger zusammen und dann dreht ihr eure Hände über außen so zu euch, dass die Fingerspitzen zu euch zeigen und ihr lauft jetzt mit den Händen
zwischen den Füßen durch, so weit wie möglich. Wenn ihr nicht mehr weiterkommt mit den Fingerspitzen, probiert ihr mit der flachen Hand Richtung Matte zu kommen. Und dann hockt ihr euch hin, setzt euch quasi so ein bisschen auf eure Unterarme. Probiert das mal. Gut, und dann nehmt ihr eure Hände nach vorne, bleibt noch in der Hocke sitzen. Und ihr verlagert jetzt Gewicht auf den Vorfuß, nehmt die Knie nach vorne und stützt euch mit den Händen auf euren Oberschenkeln ab. Finger zeigen nach innen, Daumen raus. Gut, die Knie wollen weit nach vorne. Und mit der Ausatmung verlagert ihr wieder Gewicht zurück, ne, auf den ganzen Fuß. Einatmend nach vorne und ausatmend zurück. Und nochmal ein. Und einmal nach hinten und dann setzen wir uns hin. Gut. Das linke Bein streckt ihr aus, ein bisschen schräg zur Seite und ihr holt euch das rechte, den rechten Fuß, legt den auf euren linken Unterarm. Ihr könnt den so in die Hand nehmen, den Fuß. Oder aber auch in die Ellbogenbeuge schon nehmen. Rechte Hand, rechter Arm kommt um das Knie rum und wir schuckeln jetzt erstmal. Ja, schön leicht aus dem Hüftgelenk raus und ihr macht mal größere Bewegungen. Bisschen langsamer, aber dafür weiter. Schön zur Seite, wieder ran. Und wenn ihr das Bein vor euch habt, dann zieht es noch ein bisschen dichter, als wenn der Unterschenkel wirklich an den Bauch möchte. Und dann bewegt ihr euch vor und zurück. Rollt über den Po drüber. Wir lösen etwas. Ihr nehmt mit der linken Hand euren großen Zeh und dann machen wir große Kreise. Dann bleibt ihr mit dem Fuß vor euch, schüttelt mal so ein bisschen an dem Bein. Jetzt habt ihr hier ein Fenster, ihr steigt mit dem rechten Arm durch die Lücke durch und wollt an den anderen großen Zeh. Und langsam wieder zurück. Ihr nehmt das rechte Bein zur Seite, also schräg nach vorne, holt euch den linken Fuß wieder in die Ellbogenbeuge oder ans Handgelenk, so wie es gut geht. Linker Arm umfasst das Bein und ihr schuckelt wieder. Ruhig auch wieder langsame Bewegung, schön weit nach innen, nach außen raus. Und dann zieht ihr das Bein nochmal dichter zu euch und schaukelt vor und zurück.
Ihr schnappt euch mit der rechten Hand den großen Zeh und kreist. Weite Runden aus dem Hüftgelenk. Und nochmal schütteln, ganz locker, zieht an dem großen Zeh. Und dann bleibt ihr ruhig vor euch, steigt mit der linken Hand durch die Lücke durch zum anderen Fuß. Und wenn ihr nicht zum Zeh kommt, dann legt ihr die Hand einfach da ab, wo ihr seid. Ganz gleichmäßig weiter atmen. Und wieder lösen. Gut, wir legen uns auf den Bauch. Ihr nehmt die Hände unter eure Schultern, stützt euch da etwas ab. Die Hände sind ganz dicht bei euch dran. Und ihr stellt eure Zehenspitzen auf und habt die Beine möglichst dicht zusammen. Vielleicht berühren sich sogar die Fersen. Und dann fangt ihr an, vom Kopf euch hoch zu rollen. Schön langsam. Ellbogen bleiben dicht bei euch. Und der Scheitel zieht hoch zur Decke. Also die Arme müssen nicht gestreckt sein und wichtig ist, dass ihr nicht so durchhängt in den Schultern, sondern wirklich einen ganz langen Hals macht und euch da richtig rausschiebt. Wenn ihr da seid, dreht ihr euren Kopf mal schön langsam nach rechts und links. Zur Mitte, einmal tief durchatmen und dann mit der Ausatmung langsam wieder zurück. Langsam ablegen, nehmt die Hände unter die Stirn, die Füße sind entspannt, Fersen fallen locker nach außen, ihr schuckelt den Po hin und her. Dann bleibt mal in der Mitte und zieht den Bauchnabel etwas nach innen, macht eure Lendenwirbelsäule rund, sodass die jetzt etwas zur Decke kommt, so als Ausgleich zur vorigen Übung. Und wieder locker. Dann stützt ihr euch, kommt in den Vierfüßlerstand. Macht euch richtig rund. Einmal nach unten durchbewegen. Und wieder einrollen. Und von dem Eingerolltsein schiebt ihr das rechte Bein nach hinten und setzt euch so auf eure linke Ferse. Linke Hand kommt zum Knie und der rechte Arm bleibt vorne, wandert etwas rüber zur linken Seite. Den Kopf könnt ihr ruhig ablegen oder einfach hängen lassen. Und jetzt zieht die rechte Ferse euch richtig lang nach hinten raus, sodass ihr die ganze rechte Seite weit macht. Atmet schön da in die rechte Flanke. Und langsam wieder zurück.
kommt ihr wieder nach vorne mit dem Bein. Macht den Rücken noch einmal rund. Wieder durchhängen lassen. Und nochmal rund werden. Und dann schiebt ihr das linke Bein nach hinten, landet auf eurer rechten Ferse. Rechte Hand kommt neben das Knie. Der linke Arm zieht nach vorne, so ein bisschen schräg nach rechts vorne. Kopf hängt locker. Und die Ferse zieht euch raus. Die Ferse lang nach hinten schieben. Und ihr atmet gleichmäßig in die linke Seite richtig reinatmen. Und langsam wieder lösen. Wir kommen wieder auf alle Viere. Gut, ihr stellt die Zehenspitzen auf und kommt einmal in das Dach. Schiebt euch von den Händen nach hinten zurück. Der Kopf will zwischen die Arme und beide Fersen wollen gerne auf den Boden. Und von da schiebt ihr euch jetzt mit dem Po einmal nach hinten rechts, mehr auf die rechte Ferse. Und einmal nach hinten links. Als wenn ihr Gewicht drauf nehmen wollt, auf einen Fuß. Und nochmal rechts hinten. Und links hinten. Dann wandert ihr mit den Füßen wieder ein bisschen dichter zusammen. Ihr streckt ein Bein nach oben. Richtig weit zur Decke hochziehen. Und ihr schaut unter eurem linken Arm durch. Wenn das gut klappt, lasst ihr das obere Bein abknicken, sodass ihr da euren Fuß sehen könnt auf der linken Seite. Und wieder strecken, einmal zurück. Das gleiche noch mit der anderen Seite. Linkes Bein kommt nach oben. Richtig hochziehen. Ihr schaut unterm rechten Arm durch. Lasst den Fuß da wieder runterbaumeln, sodass ihr den sehen könnt auf eurer Seite. Und wieder lösen. Ihr kommt zurück, beugt die Knie, dann kommt ihr einmal in die Päckchenhaltung, macht euch klein und rund. Ihr könnt auch die Arme nach hinten legen. Gut, wir richten uns auf. Dann kommt ihr noch einmal in die wohlverdiente Rückenlage. Holt euch beide Knie zum Bauch,
Je eine Hand umfasst ein Knie. Ihr kreist mit beiden Knien in eine Richtung. Noch einmal andersrum. Dann setzt ihr die Füße nacheinander ab, streckt die Beine lang und nehmt beide Arme gestreckt hinter den Kopf. Ihr atmet tief ein, zieht die ganze rechte Seite auseinander von den Fingerspitzen bis zur Ferse oder die Fußspitze, ne, je nachdem, wie ihr es haben möchtet. Schön reinatmen in die Seite und mit der Ausatmung wieder lösen und dann die linke Seite richtig lang ziehen. Tief reinatmen und ausatmend wieder locker lassen. Ihr nehmt die Arme nach unten, kommt einmal mit der Lendenwirbelsäule und dem Nacken gleichzeitig auf den Boden oder Richtung Boden. Und wieder lösen. Und noch einmal. Und locker lassen. Gut, dann bleibt ihr einfach einen Moment liegen, atmet gleichmäßig in den Bauch. Und dann kommt ihr über die Seite hoch. Dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat und bis demnächst. Tschüss.